weitere Folge Real Farming Alice 19 Meets Reality auf der Grünfelder Rand. Und heute werde ich den Anhänger hier voll beladen. Den kleinen Strautmann. 4 Leerpaletten habe ich vor, noch drauf zu laden. Wenn sie mitspielen. Vier Leerpaletten sollen noch drauf und dann fahren wir die ganze Chose hier zur Zellulose-Produktion. Damit wir doch mal wieder ein bisschen auffüllen können. Sicher. Ich werde aber dann den LKW nehmen. Den Tatra. Um die dort abzuliefern. Weil mir Manitou da hochgeigen, darauf habe ich absolut keinen Bock. So, wo sind wir denn? So, schwerpunktmäßig müsste eigentlich alles passen. Wir sind auf der Achse, beziehungsweise eher sogar ein bisschen weiter vorne. Sehr schön. Also den habe ich mal wirklich sauber beladen, würde ich sagen. Schöner geht's nicht. So, jetzt machen wir die 4 Paletten noch schnell ins Lager. Und dann machen wir uns auf. Dann warte mal, wie viel Uhr haben wir denn? 11. Dann müssen wir sowieso, glaube ich, gleich los. Damit wir auch pünktlich um 12 bei der Händler sind. Wäre doof, wenn wir einen Termin ansetzen, den wir uns dann selber wieder nicht einhalten. Nein, nicht schon wieder. Vielleicht war ich auch vorher zur Händler, bevor wir abladen. Was ist denn jetzt los, ey? Krieg die Paletten nicht mehr von der Gabel.
klar, ich will nur die zwei, also die zwei, die da noch stehen, die wird man auch gleich noch wegfahren. Einfach, dass sie nicht einfach so in der Gegend rumstehen. Sondern alles schön verräumt ist. So, diese Woche haben wir eigentlich schon einiges geschafft. Wir haben Hühner aufgestockt auf jeweils 130 pro Stall. Bretterpaletten verladen, Bretterpaletten verräumt, Holzscheitel verräumt, Wasser aufgefüllt. Füllen lassen. Muss ja nicht immer alles selber machen. Und Leerpaletten. Leerpaletten verräumt. Ich würde sagen, bis hierhin ist die Woche ziemlich erfolgreich. Jetzt bin ich mal gespannt, was nachher beim Gespräch mit den anderen rauskommt. Was die denn von der Agrargemeinschaft halten. Ob die für die inzwischen produktiv ist oder nicht. Ob sich das für die lohnt. Weil darauf kommt es ja auch an. Ja? Wir müssen ja schon gucken. Ah, Mist, ey. Ab durch die Büsche. Oh, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Holz leer. Sorry, keine Zeit. Nee, absolut keine Zeit. Ich muss jetzt schnell den kleinen Strautmann holen. Und dann ab die Luzi zur Helga. Ich muss gerade mal gucken, ob ich... Okay, ich habe die Paletten festgemacht. Machen wir noch ein paar Spanngurte mehr dran, nicht, dass da irgendwas passiert. So, und dann los geht's.
So. Folge war ohne, hallo? Stefan Müller hier. Hi. Hier bei dir am Hof. Wo bist du? Ich fahr gerade zu Helga, sorry. Du hattest ja gesagt, wenn sie fragt, ob ich die abhole. Ja, ich habe aber jetzt umdisponieren müssen, weil ich Leerpaletten noch wegbringen muss. Deshalb habe ich mich jetzt doch selber auf den Weg gemacht, sorry. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Jo, pass auf die Blitzer auf, ne? Ja, ich habe meine Wege ohne Blitzer. Okay. Gut, dann bis gleich. Jo. Ciao. Ciao. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Aber schön, dass er dran gedacht hat. Bringt ihm natürlich trotzdem nichts. Da stehen sie auch schon wieder. Da ist es. Wir werden da hinter mir. Ups. War da überhaupt einer hinter mir? Das ist der Diesel. Oh oh. Der macht bestimmt gleich eine Kontrolle bei mir. Das sehe ich schon kommen. Der wird mich bestimmt gleich kontrollieren. Der wird umdrehen und hinterher fahren. Was ist denn hier los? Eigentlich hätte ich ja Vorfahrt gehabt, ne? Aber man will ja mal nicht so sein. Die stehen aber auch wirklich überall rum, die Polenten, ne? Bisschen vorfahren können wir. Der Ami-Schlitten ist halt ein bisschen länger wie der Rest. So, wo bleiben sie nun? Hallo Helga! Ja, optimales Wetter, ne? Nicht zu viel Sonne, nicht zu wenig. Oh, perfekt. Ja, genau. Ja, wir haben hier ein Meeting von der Agrargenossenschaft. Mal gucken, wo die anderen zwei Spätzle bleiben. Eigentlich, jetzt wollten wir uns treffen. Um 12. Oh, da kriege ich gerade eine SMS rein. 514 Euro beim. Oh, 514 Euro. Pro 1000 Liter.
habe ja noch einiges. Ich habe ja hier 32.000. Liter. Ja, sorry, Helga. Ja, mach's mal Weißwurst fertig, bitte. Mit Brezen, ne? Jo, danke. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Oh, was will denn die Polente schon wieder? Und bis morgen. Tschüss.